Oh, vieles. Also ich habe ja heute die Generalprobe schon gesehen und das war toll. Und ich war noch nie auf einem Opernball, weil in Berlin gibt es das ja nicht. In Dresden fangen sie jetzt damit an. In Wien war ich noch nicht, kann ja noch kommen. Und ich finde das toll. Also ich finde das super toll, wie die ganzen jungen Leute da ihre Polonaise machen. Und ich finde die Atmosphäre toll und ich liebe Österreich. Ich finde das, ich muss sagen, ich bin ein Fan von Österreich und ich finde diese traditionellen Dinge wie diesen Opernball auch gerade hier in Graz sehr toll. Ja, aber das heißt, man könnte ein bisschen was abschauen und den Opernball mit nach Deutschland nehmen. Ja, das wäre schön, wenn es denn möglich wäre, wenn die Mentalität so wäre. In Berlin ist schwierig. Also in Dresden ginge das vielleicht, in Bayern ginge das vielleicht auch. Berlin, andere Mentalität. Obwohl ich ja einen Wiener Schmäh habe, sagt man mir immer, vielleicht bin ich ja doch nicht ganz Berliner genetisch, I don't know, was da irgendwie dazwischen gefunkt hat. Aber zumindest freue ich mich sehr, hier zu sein und genieße das sehr. Ich muss das wirklich sagen. Glitzern, Funkeln und Prickeln. Was für ein heute Ding? Glitzern, Funkeln und Prickeln ist ja bei der 20. Opernretour das Motto. Ja. Voll umgesetzt. Ja, das ist ein Frack von Christian Dior. Ja, das war's eigentlich zu sagen. Aber es funkelt und prickelt. Ja. Wusste man, dass es sowas gibt? Na, ich wusste das schon, oder meine Stylisten wussten das schon, dass es das da gibt. Also ich habe dann schon gutiert oder nicht gutiert, ich habe das schon abgenommen. Aber ich fand es ganz schön. Ich meine, das ist zwar, da muss man ein bisschen ordentlich machen, dass es irgendwie schön hängt. Aber irgendwie sieht es ja ganz nett aus, oder nicht? Ne? Schaut zum Anbeißen aus. Danke dir.